Radio Göttingen vom Kabelnetz auf 95,35. Es ist 20 Uhr, Mittwochabend, das ist wieder Zeit für Gehört, das Campusradio hier live im Stadtradio Göttingen, 107,1 die Frequenz. Und neben mir, da sitzt Milan und ein weiter Torbjörn, ein Gast haben wir heute. Ja, und das Ganze ist wieder ein Univar-Spezial. Sendeverantwortlich bin diese Woche ich und Milan. Ja, und wir begrüßen euch heute Abend. Eigentlich sollten heute zu Gast sein Micha vom Schwarz-Rot-Kollaps und Torbjörn von der Liberalen Hochschulgruppe. Micha hat es, glaube ich, leider nicht geschafft. Da muss irgendwas in der Kommunikation nicht geklappt haben. Aber dafür ist Torbjörn jetzt alleine im Kreuzfeuer von uns beiden. Guten Abend. Vielen Dank. Wir fangen an mit einem Lied, das auch politischen Anklang hat. Wollte gerade sagen. Kick-off mit einem Song machen wir hier. Kick-off mit einem Song machen wir. Political World von unserem Liebling Bobby Dylan. So, das war Bob Dylan mit Political World. Und politisch geht es hier auch weiter. Wir haben, wie gesagt, links neben uns unseren Gast Torbjörn von der Liberalen Hochschulgruppe sitzen. Und Torbjörn, wir würden dich bitten, mal kurz dich vorzustellen und deine Partei und deren Ziele. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wie gesagt, ich bin Torbjörn, ich bin 25 Jahre alt, studiere Jura in Göttingen und bin der Vorsitzende und dieses Mal auch Spitzenkandidat der Liberalen Hochschulgruppe. Die Liberale Hochschulgruppe ist, wie der Name schon sagt, liberal. Das heißt, wir fokussieren uns sehr auf den Einzelnen und glauben nicht, dass man für über 30.000 Studenten eine Lösung finden kann, die dann für jeden passt. Das ist so die Grundmaxime unserer Arbeit und daran wollen wir uns auch messen lassen. Und wie sehr seid ihr mit der großen deutschen liberalen Partei, mit der FDP, verbandelt? Also wir sind Teil der sogenannten liberalen Familie, zu der die FDP, die Friedrich-Naumann-Stiftung, die jungen Liberalen und eben auch die liberale Hochschulgruppe gehören. Okay, das also heißt, ziemlich eng. Ja, wir sind grundsätzlich schon innerhalb dieser Familie, die sich natürlich auch austauscht. Ich sitze zum Beispiel als Vorsitzender der liberalen Hochschulgruppe auch im Vorstand der FDP Kreis Göttingen. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass uns die FDP in irgendeiner Form jetzt da reinredet und das müsst ihr machen. Wir haben zum Beispiel auch sehr gegenteilige Positionen oft und sehen das eher als Vorteil, dass man sich austauschen kann, gleichzeitig aber auch, man sagt immer so, der Stachel im Fleisch der anderen liberalen Organisationen sind und versuchen, neue Ideen einzubringen. Jetzt ist es ja als Liberaler an der eher links geprägten studentischen Milieu bestimmt nicht so leicht. Oftmals, also stelle ich mir so vor, ich will jetzt hier dir keine Unterstellung machen oder so. Ich habe nur mal gehört, dass die jungen Liberalen irgendwo eine Aktion gemacht haben, dass die wieder Plastiktüten für umsonst in Supermärkten wollten. Und das hat dann natürlich viel so Hass geschürt und irgendwie so in der grünen Community und so weiter. Und jetzt will ich dich fragen, wie sind denn die Positionen unterschiedlich zur FDP? Also hast du irgendein Beispiel, wo vertretet ihr was ganz anderes? Wo sagt ihr was ganz anderes? Also konkrete Beispiele habe ich jetzt so nicht und die Aktionen der jungen Liberalen ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass da ich habe das irgendwo so einen ganz kurzen Artikel gelesen und dachte mir, Leute. Mag sein, es gibt da ganz oft irgendwelche Dinge, die dann nicht so... Wie würdest du das denn sehen? Also wenn ich dich jetzt so ganz spontan fragen würde. ist das ein Konflikt zwischen einer der Kernmaxime, nämlich der Selbstbestimmung, das ist ja eine, so wie ich das verstehe, eines der liberalsten Grundsätze, das ist die freie Selbstbestimmung des Individuums. Und wenn ich dem jetzt vorschreibe, dass er keine Plastiktüten mehr nutzen darf, würde ich ja sagen, das ist aus liberaler Sicht erstmal verkehrt. Umweltschutz kommt da an zweiter Stelle, oder sehe ich das falsch? Jein. Wir glauben, dass der Mensch selbst am besten entscheiden kann, was richtig ist. Und von daher glaube ich, dass wenn diese Plastiktüten angeboten werden, und das werden sie ja aktuell zum Beispiel noch, dann ist das eher ein gesellschaftliches als ein politisches Problem, das auch nicht politisch gelöst werden kann, sondern auf gesellschaftlicher Ebene. Wie kann ein Problem gesellschaftlich sein und nicht gleichzeitig politisch? Nun, wenn ich persönlich mich entscheide, keine Plastiktüten mehr zu verwenden, dann ist das mein persönlicher Beitrag dazu. Wir sind aber nicht immer, aber in den allermeisten Fällen, wir sind ja auch nicht jetzt vollständig liberal, libertär, das keine Gesetze oder in irgendeiner Form, sondern jetzt gerade aus meiner persönlichen Sicht als Liberaler, es ist eben so, dass in vielen Bereichen der Verbraucher selbst am allerbesten entscheiden kann, was dafür richtig ist. Es ist ja zum Beispiel auch unglaublich teuer, wenn man sich jedes Mal Plastiktüten kauft, wie einige Menschen das machen. Und ich persönlich nutze auch kaum Plastiktüten und ich denke, das ist ja
effizienteste Weg, um auch ein Umdenken insgesamt hervorzurufen. Ja, das ist aber auch ein sehr theoretischer Ansatz, weil wenn du mal drauf achtest, also so geht es mir jedenfalls, wenn ich in einem Geschäft bin, meinetwegen Bekleidungsgeschäft, und alle Leute, die mich sehen, wissen, da bin ich nicht oft. Beim Friseur bist du auch nicht so oft. Richtig, ja genau. Off-Topic hier. Wenn ich in ein Geschäft gehe und ich kaufe dort ein, dann kann ich gar nicht schnell genug Halt sagen, bevor meine Ware in einer Plastiktüte schon verschwunden ist. Das kann ich in, also da muss ich also wirklich sehr aktiv und sehr bewusst sein und ich kriege sie mehr oder weniger schon aufgedrängt. Also ich muss selber mobil werden, um sie nicht zu nehmen. Und das ist so ein Punkt, wo ich finde, da könnte man eingreifen, weil das ist das Reale, ne? Das ist das, so es wirklich ist. Klar, man kann theoretisch sagen, jeder darf sich das selber bestimmen, aber also da sehe ich. Ja. Da sehe ich dann schon irgendwo den Knackpunkt an der Stelle. Naja, die Frage ist ja, warum wirst du nicht selber aktiv? Warum sagst du nicht, ich möchte keine Plastiktüte? Oh, Faulheit. Gut, dann scheint dir dieses Thema persönlich nicht so wichtig zu sein. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das dafür einen politischen Auftrag gibt, wenn es offensichtlich so vielen Menschen nicht so wichtig ist. Natürlich ja, aber können vielleicht wir über auch, weil viele Menschen die Tragweite einer solchen Entscheidung gar nicht bewusst ist. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form die auch bewusst machen und das kann ich doch am besten auf einem politischen Weg. Das bezweifle ich. Ich glaube, dass es ein medialer Weg sinnvoller wäre. Menschen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was das anrichtet und was damit passiert. Man sieht das momentan ganz langsam anlaufend, was Fleisch angeht. Wenn man auf Facebook guckt, irgendjemand teilt immer gerade irgendwas, wo in Massentierhaltung absolut unwürdige Zustände sind. Und ich sehe da schon, dass ganz langsam natürlich, aktuell auch noch nicht wirklich vorhanden, aber sich ganz langsam eine Art Umdenken hin zu zum Beispiel fleischfreier Ernährung oder einem Umdenken im Hinblick, woher beziehe ich mein Fleisch, anregt. Und wie äußert sich das auf dem Campus? Also wo wird dem Studenten zu viel vorgeschrieben, der Studierenden, dem Studenten? Als ganz konkretes Beispiel, meine Freundin hat in Göttingen studiert eine Zeit lang und da einen Doppelbachelor studiert, unter anderem American Studies. Und da war es dann so, dass offiziell gibt es ja keine Anwesenheitspflichten. Tatsächlich ging trotzdem ein Zettel rum, wo dann jeder unterschreiben musste und wer da nicht unterschrieben hat, ist eben irgendwie aus der Veranstaltung verschwunden. Und das ist zum Beispiel etwas, was unserer Ansicht nach überhaupt nicht geht. Eine Vorlesung mit Anwesenheitspflicht ist vielleicht einfach nicht gut genug, wenn niemand da hinkommt. Ich persönlich lerne sehr gerne zu Hause. Ich studiere, wie gesagt, Jura, da ist das auch sehr häufig so. Und bin auch relativ selten in Vorlesungen. Und ich glaube, das muss jeder für sich ganz selbst entscheiden, wie das am besten ist. Deswegen sind wir dafür, dass klare Richtlinien, was ist eine Vorlesung, wo es keine Anwesenheitspflichten gibt und was ist ein Seminar, wo es eben Anwesenheitspflichten geben kann und muss, um ein Seminar auch am Leben zu halten. Und dass es da ganz klare Vorgaben gibt und die auch durchgesetzt werden im Endeffekt. Okay, gut. Jetzt hatte ich noch eine weitere Frage und zwar, wie gesagt, jetzt komme ich wieder auf dieses Wirtschaftsliberale. Es tut mir leid, dass ich da wieder irgendwie drauf rumreite. Aber natürlich ist so ein Kernanliegen der Studenten in den letzten 10 Jahren waren die Studiengebühren. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich glaube, das ist natürlich immer Sache der Landesregierung, aber ich glaube, es waren zum großen Teil schwarz-gelb geführte Länder, die sie eingeführt haben. Wie stehst du zu Studiengebühren und wie stehst du, das kannst du vielleicht im selben Atemzug nennen, zu BAföG? Da kann ich jetzt noch mal eine ganz konkrete, also persönliche Position zu geben. Und zwar sehe ich Studiengebühren durchaus als Hindernis für gerade einkommensschwächere Familien und Studierende dann ein Studium anzufangen. Deswegen bin ich grundsätzlich erst einmal gegen Studiengebühren und persönlich darf eher für ein nachgelagertes System. Das heißt, dass man anschließend guckt nach verschiedenen Konzepten, eventuell wie man das nachträglich finanzieren kann. Das ist aber auch kein Muss, das ist nur etwas, was ich gerne anregen würde. Gleichzeitig, wo du jetzt auch das BAföG erwähnt hast, ich glaube, dass das BAföG an sich Grundvoraussetzung für viele ist, überhaupt studieren zu können. Ja. Ich selbst habe BAföG lange Zeit bezogen und bin deswegen persönlich für eine Erleichterung sogar, dass man eben schaut,
da ist irre viel Bürokratie hinter. Also ich weiß das noch, dass ich da tagelang rumsaß und nur irgendwelche Papiere zusammengesucht habe. Ich glaube, das muss einfacher gehen und würde wahrscheinlich Verwaltungskosten einsparen und vielen, die gerade in dieses Mittelstandsloch fallen, denen die Eltern zu wenig verdienen, um ein Studium zu finanzieren, aber zu viel, als dass das Kind dann eben entsprechend noch BAföG bekommt. Auch da muss man etwas tun, dass man da vielleicht einen gleitenden Übergang findet oder Lücken schließt, die momentan noch vorhanden sind. Oder elternunabhängiges BAföG? Kann man drüber reden? Vielleicht muss man da ein wenig differenzieren. Ich denke, das wäre doch ein liberales Kernanliegen, dass man sozusagen sich nicht mit seinen Eltern gut stehen muss, um Studienmöglichkeiten zu bekommen. Es kann ja sein, dass die Eltern meinetwegen sehr reich sind, ich mich aber in eine ganz andere Richtung entwickelt habe und nichts mehr mit diesen Personen zu tun haben will. Ist das nicht ein liberales Kernanliegen, dass ich da sage, es ist meine individuelle Freiheit, mich gegen meine Familie zu wenden und trotzdem die Möglichkeit zu haben, Geld zu beziehen, um studieren zu können? Selbstverständlich. Es gibt da ja ganz vielseitige Konzepte. Es gibt zum Beispiel einmal das Konzept, dass das BAföG eine Art Kredit ist, das jeder bekommt, der es haben möchte, es aber nur zurückgezahlt werden muss, wenn man eine bestimmte Einkommensschwelle nach dem Studium entsprechend übertritt. Das halte ich für eine recht sinnvolle Lösung. Man müsste sich dann natürlich darüber unterhalten, wie man das konkret ausgestaltet, ob das dann im Endeffekt auch so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Aber grundsätzlich hast du recht, wenn ich mit meinen Eltern vielleicht im Streit bin oder ihnen noch einfach nicht auf der Tasche liegen möchte, wobei ich dann ja auch selber arbeiten gehen kann irgendwo, aber dass man da durchaus andere Möglichkeiten finden kann und muss, meiner Ansicht nach. Wunderbar. Ja, da sind wir eigentlich schon, würde ich sagen, bei unserer ersten kleinen Pause. Ich würde sagen, ich habe hier in den letzten Sendung eigentlich jedes Mal einen kleinen Song gespielt. Und es ist poppiger als sonst, ne? Es ist chartiger, aber es ist einfach nur cool. Es ist ein geiler Song, habe ich zufällig entdeckt letztes Jahr, obwohl er eigentlich spricht eigentlich, finde ich, ein bisschen für mich. Der lief, glaube ich, im Radio rauf und runter und ich habe ihn erst im Herbst das erste Mal gehört. Weil du zu cool bist für die Charts. Ja, aber aus dem Alter sind wir raus, ne? Wir sind hier die alten Hasen. Wir hören eigentlich nur noch NDR 1 und da läuft das nicht. Ja. Viel Spaß mit Pharrell Williams und Freedom. Wir sind wieder zurück bei Gehört, dem Campus Radio im Unival Spezial. Das war Pharrell Williams mit Freedom. Heute leider nur mit einer Hochschulpartei, aber trotzdem spannend mit Torbjörn von der Liberalen Hochschulgruppe. Ihr könnt uns auch auf Facebook, falls ihr eine Frage habt an Torbjörn, gerne die Frage auf unsere Seite schreiben oder uns eine Nachricht schreiben oder an unsere E-Mail-Adresse gehört ohne Umlaut, jeweils mit oe@gmx.de. Musikwünsche sind ebenfalls erwünscht auf diesen Kanälen. Thomas, du hattest noch eine Frage. Ja, genau. Wir machen mal hier weiter mit der Diskussion. Und zwar ganz wichtiges Thema in der Hochschulpolitik, denke ich, das interessiert die meisten, ist das Thema Semesterticket, Kulturticket. Und da würde ich jetzt erstmal voraussetzen, dass das Semesterticket in der Form, wie wir es haben, und genauso wie das Kulturticket, grundsätzlich der liberalen Idee widerspricht und deswegen die LHG ein Semesterticket-Feind ist. Kann man das so sagen? Ich würde nicht sagen, dass wir Feinde des Semestertickets sind, weil ich wüsste nicht, warum ich gegen ein Semesterticket als solches sein sollte. Was uns ein bisschen daran stört, ist der Zwang, dass ich zum Beispiel nutze das Semesterticket sehr intensiv. Meine Eltern wohnen in Bad Münder, das liegt bei Hannover. Meine Freundin wohnt momentan in Wilhelmshaven. Also ich fahre da sehr viel mit dem Zug durch die Gegend. Aber ich bin der Meinung, jemand anders sollte das nicht bezahlen, der vielleicht hier in Göttingen wohnt und schon seine ganze Familie ja auch hat und überhaupt nicht damit fährt. Und wir sind deshalb dafür, dass man verschiedene Konzepte vielleicht einmal bedenkt, sich mit anderen Hochschulen zu vernetzen und zum Beispiel mit der Uni Hannover, die ja auch ganz Niedersachsen abdeckt, und dann vielleicht verschiedene Semestertickets. Das heißt, ich wäre zum Beispiel auch gern bereit, mehr zu zahlen, wenn dann andere Bereiche mit drin wären. Jemand anders braucht vielleicht nur das Busticket und möchte nur das dann natürlich auch bezahlen. Und dass man dadurch die ganze Masse versucht, eben auch einen akzeptablen Preis hinzubekommen und das Ganze auf freiwilliger Basis fortzuführen. Aber ist das, also ich meine, das klingt natürlich alles sehr plausibel und ich würde das auch so unterschreiben, aber du wirst ja überhaupt keinen Vertrag zu annehmbaren monatlichen Preisen oder Semesterpreisen bekommen, wenn du nicht im Prinzip diese Mindestticketmenge hast. Genau, und deswegen sind wir ja der Ansicht, dass man sich da mit anderen Hochschulen aus Niedersachsen, die vergleichbare oder auch bundesweit, die vergleichbare Tickets anbieten wollen, vernetzen muss, um eben eine solche Masse hinzubekommen. Wenn ich zum Beispiel jetzt aus Göttingen
ich weiß es nicht, 10.000 Studenten zusammenbekomme, die das nutzen wollen und aus Hannover auch nochmal 10.000 und von irgendeiner anderen Hochschule ebenfalls, dann kommen wir im Endeffekt vielleicht sogar zu geringeren Preisen für bestimmte Tickets. Ja, aber es werden ja nur die Leute so ein Ticket nehmen, die es auch wirklich brauchen. Das heißt, die Nutzerzahl wird genau die gleiche sein, als wenn jeder seinen Einzelfahrschein kauft. Da wird die Bahn doch in wäre sie doch dumm, wenn sie bei den Verhandlungen unter den Preisen von den Einzelfahrscheinen geht. Ja. Weil du hast 100% Nutzerzahl. Die Bahn profitiert ja doch nur oder kann überhaupt nur diese Preise machen, die wir jetzt haben, weil sie in ihrer Kalkulation weiß, wir kriegen so und so viel Geld rein und wir haben nur eine Auslastung von so und so viel Prozent. Deine Lösung läuft auf Zwangs, wenn jeder sich selber für ein Ticket entscheiden kann, läuft es doch darauf hinaus, dass letztendlich jeder wieder mit Einzelticket fährt. Nein, und zwar liegt es daran, dass die Bahn ja einkalkuliert, sie hat diese Preise sicher. Das heißt, sie hat für ein ganzes Jahr, ich weiß nicht wie viel Geld, ganz sicher und kann damit kalkulieren. Deswegen kann sie Preisnachlässe auch gegenüber Einzeltickets geben. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte in Niedersachsen reisen können und man vernetzt sich mit anderen Hochschulen, die ebenfalls ein Niedersachsen-Ticket und ein Niedersachsen- und Hessen-Ticket oder ähnliches anbieten wollen und versucht damit verschiedenen Hochschulen verschiedene Kontingente oder verschiedene Tickets auszuhandeln, dann hat man ja wieder die gleiche Masse. Dann hat man ja wieder enorm viele Leute, die durch Niedersachsen reisen wollen und dementsprechend natürlich auch eine relevante Gruppe für die Bahn oder andere Unternehmen. Ich sehe deinen Punkt, aber der Punkt ist doch auch, dass nur die Leute, die dieses Ticket wirklich brauchen, also vor allen Dingen die Leute, die dieses Ticket brauchen, weil sie zum Beispiel pendelnde Studierende sind, sag ich mal, aus dem Großraum Südniedersachsen und eben keine Wohnung sich hier in Göttingen leisten können und deswegen pendeln sie jeden Tag zu ihren Seminaren. Dann gibt es einige oder dann entsprechend noch zu Hause wohnen und die sind natürlich auf dieses Ticket angewiesen und wenn das Gros der Leute, die dieses Gruppenticket haben will, auf das Ticket angewiesen ist, hat die Bahn natürlich auch wieder eine ganz andere Verhandlungsgrundlage, weil sie weiß, schlussendlich werden sie irgendwann doch Einzelticket fahren, weil sie eh fahren müssen. Das glaube ich nicht, weil wie gesagt, wenn man diese große Masse von vielen verschiedenen Hochschulen hat, die viele verschiedene Tickets aushandeln, hat man damit eine ziemliche Marktmacht. Und ich glaube nicht, dass ich zum Beispiel würde sehr viel seltener mit der Deutschen Bahn reisen, wenn ich dieses Semesterticket nicht hätte. Ob ich es überhaupt tun würde, ist fraglich. Ich würde wahrscheinlich einen Fernbus nutzen. Kann sein. Also das kann ja gut. Der Fernbus auch das, ist natürlich auch, das, ist, auch das stimmt. Fernbus ist natürlich auch immer jetzt gerade so eine Sache. Kann sein. Du kannst recht haben. Ich kann das nicht voraussehen. Aber ich denke immer, dass das auch, dass man das immer in Betracht. Also natürlich hat das Gros der Studierenden eine gewisse Marktmacht, wenn man eine so große Menge ist. Aber die Bahn hat einfach die noch größere Marktmacht, weil sie Monopolist auf der Strecke ist. Und wie man vielleicht auch jetzt in dem vergangenen, ich weiß nicht, ob es jetzt im Sommer oder im Wintersemester, auf jeden Fall waren ja jetzt auch die Verhandlungen in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, mit dem Nordrhein-Westfalen-Ticket. Die Unis, die Asten in Nordrhein-Westfalen haben, da gab es von den Regionalverbänden gab es eine ziemlich krasse Preiserhöhung, also deutlich zweistellige Prozentbereiche, also schon echt unverschämt. Und sie haben halt im Prinzip damit gedroht, das Semesterticket nicht anzunehmen, die Asten. Und dann haben halt sie versucht, im Prinzip eine Koalition zu bilden, dass sie gemeinsam eine Verhandlungsposition haben, um dieses Ticket nicht anzunehmen. Aber das ist letztendlich wieder zerbrochen, weil der Druck der Studierenden, dieses Ticket anzunehmen, egal wie unverschämt teuer das wird, war so groß, dass ein Aster nach dem nächsten eingebrochen ist und dann nachher war die Koalition so klein, dass sie dann doch keine Macht mehr hatten. Also die gerade bei hochschulübergreifend sehe ich so eine Gefahr auch immer. Das ist natürlich richtig und das kann man auch nicht von heute auf morgen machen und das wird auch nicht in der kommenden Legislaturperiode passieren, das ist mir völlig klar. Aber man kann es zumindest versuchen, ein wenig dahin zu gehen. Man kann zum Beispiel versuchen, durch die Fernbusse, die ja eben auch erwähnt wurden, eine Alternative zu schaffen, vielleicht einzelne Strecken über den Bus abzudecken und damit dann auch natürlich in Verhandlungen mit anderen Asten zu gehen und Konzepte aufzustellen, die auch wissenschaftlich zu untersuchen, auf Machbarkeit hin und so weiter. Das muss natürlich im Vorhinein alles passieren. Man kann jetzt nicht einfach in Hannover anrufen und sagen, hey, wir machen jetzt ein Ticket zusammen. Das geht natürlich nicht, aber dass es zumindest einmal versucht wird und überprüft wird, ob das möglich wäre, was für Kosten dann natürlich letztendlich auch auf den einzelnen Studierenden hinzukommen. Es muss natürlich auch überprüft werden, aber wir sind sehr dafür, dass man versucht, mehr Individualität auch in diesen Beförderungs in diese Beförderung hineinzubringen. Busticket auch? Wenn es Leute gibt, die das gerne haben möchten, dann kann man darüber reden, ob man mit diesen Menschen zusammen ein Busticket macht. Weil diese Vernetzungsstrategie funktioniert da ja auf keinen Fall, weil das Busticket ist
nicht interessant für die Studis in Hannover, das Göttinger. Also für die meisten, behaupte ich. Wieso? Das wäre natürlich Göttingen intern und da müsste man dann auch darüber diskutieren, ob man das eventuell weiter so laufen möchte, wie es jetzt bisher ist. Ich finde die Urabstimmungslösung da durchaus vertretbar. Mhm. Wobei natürlich auch wieder die Studierenden, die jetzt direkt in der Stadt wohnen, natürlich überhaupt nichts davon haben, wobei ich das auch bezweifeln möchte, weil in Göttingen doch sehr viele Dinge weit auseinander liegen, dass man mit dem Bus fahren kann. Jo, du hast eben auch die kommende Legislaturperiode angesprochen und da wollen wir doch direkt mal überleiten und dich fragen, wo sieht sich die LHG, mit wem wird koaliert oder könnte koaliert werden? Gehen wir mal davon aus, Rot-Grün verfehlt knapp die Mehrheit und ADF und RCDS kriegen sie auch nicht hin. Mit wem koaliert ihr lieber? Nun, das ist eine ganz einfache Antwort. Wir koalieren mit demjenigen, bei dem wir unsere Konzepte am besten durchsetzen können und mit dem wir am meisten Gemeinsamkeiten haben. Wer das letztendlich dann ist, die Frage stellt sich, denke ich, erst dann, wenn die Wahlen durch sind und man sehen kann, wie die Mehrheitsverhältnisse tatsächlich sind. Und vorher möchte ich da eigentlich auch keine Aussage treffen. Und erfahrungsgemäß, ich meine, ihr habt ja jetzt auch einen Stupa-Abgeordneten von der LHG, seid also auch im Studierendenparlament in der Minderheit, aber natürlich stimmberechtigt. Ist die LHG-Stimme eine AStA-unterstützende Stimme bisher im Stupa gewesen oder eine AStA-verweigernde Stimme? Also wo ist da das Abstimmungsverhalten? Ich meine, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber das ist ja auch öffentlich. Und das weißt du ja sicherlich auch. Du kennst ja deinen Kollegen. Ja. Ihr redet ja darüber. Ja, also aktuell ist es eher AStA-unterstützend. Ist aktuell ganz einfach so, auch aufgrund von verschiedenen Verhandlungen, wie das eben auch in der Hochschulpolitik so ist. Ob das in der kommenden so sein wird, ich habe keine Kristallkugel. Ich weiß nicht, wer da inwiefern dann in das Stupa einzieht und auch wie die konkreten Positionen dann sind, wie diese Leute diese Positionen vertreten wollen und wie sie auch uns gegenüber zu Zugeständnissen bereit wären. Und deswegen denke ich, ist das, wie gesagt, eine Frage, die sich erst im Laufe der nächsten Wochentage ergeben kann. Ja, eine Frage hätte ich noch jetzt hier in diesem Teil unseres Interviews und zwar gibt es ab morgen von Univision ein Interview mit dir bei Facebook und YouTube und auf der Seite der Universität Göttingen und da erwähnst du, dass die Campi, also Mehrzahl von Campus, in Göttingen ungleich behandelt werden. Dass der Zentralcampus das Studieren sehr viel leichter macht als der Nordcampus. Woran machst du das fest und wie willst du das ändern und warum willst du das ändern und was läuft da schief? Nun, man kann das an einem ganz einfachen Beispiel festmachen, wenn man nämlich mal mit einem Naturwissenschaftler zum Beispiel in der Zentralmensa essen geht. Ja. Da kommt sofort, oh Gott, ja, ich kann mal in die Zentralmensa essen gehen und die freuen sich ohne Ende. Einfach weil sie meinen, das Angebot ist vielfältiger und ob das Essen wirklich besser ist, das weiß ich nicht. Bestätige. Okay. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gegessen, aber also in der Zentralmensa schon, sondern in der Nordmensa, genau. Und das ist zum Beispiel eine Sache und ansonsten ist es auch innerhalb der Studiengänge ein wenig ungerecht. Wir haben, das muss man neidlos so anerkennen, dass die Wirtschaftswissenschaften den größten Teil oder die größte Studierendengruppe stellen. Gleichzeitig sind wir Juristen natürlich auch eine sehr große Gruppe. Unsere Bibliothek hat aber ungleich länger geöffnet. Wir haben zum Teil Öffnungszeiten bis 1 Uhr und können dann eben lernen, wie wir wollen. Und auch da sollte man ein einheitliches Konzept unterstützen, das eben dann kleinere Studiengänge natürlich auch nicht benachteiligt. Ich weiß nicht, wie die Situation an den Nordbibliotheken. Oh, weiß ich auch nicht. Die Nordbibliothek, also da gibt es die Chemiebibliothek, die im Prinzip, glaube ich, mehr oder weniger so ein kleines Dornröschenschläfchen hat und ich glaube auch mittelfristig wegkommt. Und es gibt die große Physikbibliothek im Physikzentrum und die hat doch ganz ordentlich geöffnet. Allerdings ist der Literaturbedarf in Naturwissenschaft natürlich auch deutlich anders, da es eine andere Studierendenart ist. Also wir benötigen zu einem Großteil während des Studiums Lehrbücher, die dann im Lehrbuchbestand sind und Fachmonografien gibt es bei uns ja ganz selten. Das läuft ja alles über elektronische Journals und Paper-Veröffentlichungen, die man alle auch von zu Hause über VPN abrufen kann aus der Bibliothek.
Das stimmt allerdings. Das ist eine andere Kultur dann. Aber das ist der Punkt. Ne? Man muss natürlich auch Fächerkulturen berücksichtigen. Ja, selbstverständlich. Dass es zum Beispiel in den Geisteswissenschaften eher darum geht, dass man der einen nach dem anderen zitiert. Das ist ganz klar. Das ist in den Naturwissenschaften natürlich was anderes. Aber man kann das auch daran festmachen, was jetzt mit dem neu gebauten LSG. Es war ja ursprünglich mal die Sprache davon, dass es zwei gleiche Gebäude geben soll. Mhm. Und zwar sollte als erstes am Zentralcampus ein LSG gebaut werden und dann am Nordcampus. Sind die Studiengebühren weggefallen? Die Uni meinte, na gut, dann lassen wir das jetzt mal. Dass man jetzt nicht ad hoc ein zweites LSG dahin bauen kann, ist ganz klar. Aber ich denke mal, dass es in der Uni häufig so ist, dass als erstes der Zentralcampus kommt und dann guckt man mal, was man an den anderen Standorten vielleicht noch machen kann. Und das ist nicht gerecht und das finde ich auch nicht in Ordnung so, weil man muss ja auch bedenken, dass die Universität Göttingen international einen sehr guten Ruf genießt. Den genießt sie aber nicht wegen der Wirtschaftswissenschaftler oder wegen der Juristen, sondern vor allem wegen der Naturwissenschaften. Und daran sollte man unbedingt auch festhalten und auch ein entsprechendes Klima zum Studieren dann natürlich. Aber hast du das Gefühl, dass sich die Naturwissenschaftler im Norden benachteiligt fühlen? Also ich habe im Nordcampus das jetzt nicht so, also ich fühle das nicht so massiv. Wir reden aber auch nicht über den Zentralcampus. Vielleicht ist das ein No-Go-Thema. Vielleicht nein, ich wüsste jetzt nicht. Also ist das halt, ich fand es selbst überraschend jetzt mit den Leuten hiervon gehört, dass da einfach Leute dabei sind, die noch nie am Nordcampus waren. Dass das so, weil das einfach, das muss man ja auch einfach mal sagen. Es ist nicht weit, ne? Es ist mit dem Fahrrad sind es 5 Minuten. Es ist wenn die du schnell fährst Seite, und wenn du wirklich trödelst, sind es 10 Minuten. Ja, aber ich, wie gesagt, ich war zum Beispiel ein einziges Mal auch nur in der Gegend und da habe ich mich mit dem Auto verfahren. Also es liegt ja halt einfach auch daran, dass da jetzt nichts ist, wo ich mal hin muss irgendwie, um da dann eben auch mal gewesen zu sein. Was wieder, wo wir dann auch, natürlich fühlst du dich nicht benachteiligt in dem Sinne, aber trotzdem gibt es eine Ungleichbehandlung, was diese beiden Campi, wie ich gerade gelernt habe, angeht. Und was man eben auch konkret an solchen Dingen festmachen kann, wie der Mensa, wie an dem LSG. Mir fallen jetzt gerade 1-2 Punkte nicht ein, die ich tatsächlich von einem Naturwissenschaftler gehört habe, die dann da eben auch den Ausschlag bilden. Aber ich denke, es muss auf jeden Fall fair zugehen, was die verschiedenen Studiengänge und Campi angeht. Wunderbar. Ja, das sind die Worte von Torbjörn, Spitzenkandidat der liberalen Hochschulgruppe hier bei Campus Radio gehört. Und wir gehen in den nächsten Song von Adam Angst, Splitter von Granaten. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Gehört, Uniwahl-Spezial, die dritte zu Gast. Torbjörn von der liberalen Hochschulgruppe, auch zu Gast oder vielmehr Moderation Thomas Forsting zu meiner Rechten. Und ihr hört die ganze Zeit reden Milan Prostig. So, Torbjörn, wir machen mal weiter hier mit unserer Diskussion. Wir haben ja gerade schon so, sag ich mal, eine ganze Palette wichtiger Themen abgefrühstückt. Gerade haben wir über, sag ich mal, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal geredet. Es ging um die Ungleichbehandlung der verschiedenen Campi. Und jetzt natürlich auch ein, sag ich mal, einer der großen Zankäpfel der hochschulpolitischen Gruppen hier in Göttingen ist das allgemeinpolitische Mandat. Zur Erinnerung, wir hatten ja 4 Gruppen hier zu Gast bisher. Wir hatten den RCDS und die ADF, stellen beide den ASTA und sind beide gegen ein allgemeinpolitisches Mandat. Außerdem hatten wir die Juso-Hochschulgruppe und die Grüne Hochschulgruppe da und die waren beide für das allgemeinpolitische Mandat. Wie sieht es bei euch aus? Und da ist die Frage, was genau man denn unter einem allgemeinpolitischen Mandat versteht. Und ich glaube, dass da sehr viel gezankt wird um Dinge, die sich häufig gar nicht so stellen und wo man vielmehr einen vermittelnden Ansatz vielleicht verfolgen sollte. Und zwar kann man das aktuell sehr gut daran festmachen, dass wir zum Beispiel, oder ich glaube alle hochschulpolitischen Parteien fordern mehr Wohnraum, also mehr studentischen Wohnraum. Und da kommt es dann häufig, wenn man die unter dem Göttinger Tageblatt zum Beispiel die Facebook-Kommentare verfolgt, kommt es und wo sollen die ganz, wenn mal wieder über Geflüchtete berichtet wird, kommen dann die Kommentare und wo sollen die ganzen Studenten wohnen, die wohnen doch jetzt schon in Zelten und da ist ein, ich würde es schon gesellschaftspolitisches Mandat nennen, ist von uns zum Beispiel ein ganz klares Statement, wir wollen studentischen Wohnraum schaffen oder dass studentischer Wohnraum geschafft wird. Wir lehnen aber absolut ab, dass da irgendwelche anderen Gruppen
gegeneinander ausgespielt werden, dass Studierenden Vorzug gewährt wird oder irgendetwas, sondern sind der Ansicht, dass da durch die Hochschulpolitik, durch den AStA, gemeinsam mit der Stadt Göttingen und anderen Verbänden etc. Dem Studentenwerk? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Dass da ein Konzept aufgestellt wird, das vielleicht alle für alle Menschen, die Wohnraumbedarf haben, etwas anbietet. Da bietet sich an, dass man studentischen Wohnraum, der auch für Geflüchtete Wohnraum bietet und anschließend, wir haben den demografischen Wandel, anschließend möglicherweise auch als Seniorenheim nutzbar ist, dass man sich da Optionen offen hält, dass man, wie gesagt, Konzepte erarbeitet, mit denen keiner ausgeschlossen wird. Aber spricht das nicht auch gegen die liberale Idee, dass die Stadt Geld in die Hand nimmt oder das Studentenwerk oder das Land? Nun, das heißt ja nicht sofort, dass die Stadt dieses Geld in die Hand nehmen muss. Nur dass, also du glaubst auch, dass private Anbieter Studentenwohnheime bauen können und da irgendwie wirtschaftlich mitarbeiten und gleichzeitig ist das sozial oder studentisch verträglich? Also ich wohne in einer relativ günstigen Wohnung, die von einem privaten Anbieter gestellt wird. Also ich denke, das ist durchaus möglich. Aber leider nicht die Regel. Das muss ich zugeben. Ich denke, dass das allerdings häufig auch an bestimmten bürokratischen Hürden mangelt. Es gibt Bebauungspläne, wo Leute dann bauen wollen, aber nicht bauen dürfen, weil das als Gewerbegebiet ausgewiesen ist, etc. Aber es gibt ja für private Leute überhaupt gar keine Motivation, günstig Wohnraum anzubieten. Es gibt ja überhaupt gar keine, welche Motivation hätte ein privatwirtschaftender Mensch, günstig Wohnraum anzubieten? Es sind ja keine riesigen Wohnungen, die gebaut werden. Sie müssen ja auch nicht unbedingt, wir haben das Busticket, da haben wir ja gerade drüber geredet, ein studentisches Wohnheim muss nicht unbedingt jetzt mitten in der Innenstadt liegen oder ähnliches. Und wie gesagt, diese Konzepte dann zu finden, möglicherweise auch mit möglichen Investoren, die das machen wollen, die sich dann vielleicht auch verpflichten, für diesen Wohnraum günstig anzubieten, etc. Da muss man sich aber zuerst mal an einen gemeinsamen Tisch setzen. Und das ist ja gerade das, was ich eben meinte mit diesem allgemeinpolitischen Mandat, wenn es Studierende etwas angeht. Und es geht uns etwas an, wo wir wohnen und dass wir keine 800 Euro für eine Einzimmerwohnung zahlen müssen. Und genau da bin ich auch der Ansicht, dass der Stupa auch allgemeinpolitisch agieren muss. Und da hat der AStA zu wenig allgemeinpolitisch agiert in den letzten 2 Jahren? Ich glaube, es ist nicht klar formuliert worden, was genau gemeint ist. Es wurde formuliert, das ist richtig, und es wurde auch versucht, da etwas zu finden. Aber da könnte zum Beispiel auch eine Initiative des AStA ausgehen, dass man sagt, wir setzen uns jetzt mal mit allen, die das irgendwas angeht, setzen wir uns jetzt mal an einen Tisch und versuchen, eine Lösung zu finden. Ja. Klingt vernünftig. Interessanterweise in den Gesprächen, kann ich mich noch daran erinnern, mit dem RCDS, der ja den AStA stellt, wurde auch, wir haben auch ausführlich über Wohnraumproblematik gesprochen. Stimmt übrigens auch gut, dass du das Thema angesprochen hast. Ein wichtiges Thema natürlich auch, was hierher gehört. Und der hat im Prinzip genau das beschrieben, dass sie das, wie du ja gesagt hast, dass dort eigentlich alle hochschulpolitischen Gruppen der gleichen Meinung sind. Es gibt zu wenig Wohnraum und es darf nicht Studierende gegen Flüchtlinge oder andere ausgespielt werden, was den Wohnraum angeht, was den günstigen Wohnraum angeht. Und die haben aber gesagt, das ist nicht allgemeinpolitisches Mandat. Sind wir an dem Punkt, wo du eigentlich angefangen hast. Das ist so eine Definitionssache. Und das Gefühl hatten, glaube ich, Mila und ich auch in den Gesprächen, dass sie da kategorisch gegen oder für waren. Aber in den konkreten Punkten dann das sich einfach nur zurecht interpretiert haben, weiß ich nicht. Dieses allgemeinpolitische Mandat, das ist ja nicht nur dezidiert in Göttingen eine Frage, sondern das ist ja ein uralter Streit, der schon in den 80ern ausgetragen wurde mit Gerichten und allem drum und dran. Und also ich bin der Ansicht, dass das allgemeinpolitische Mandat nach meiner Definition nicht hergibt, dass wir der AStA sich jetzt zum Beispiel positioniert, dass militärisch, nicht militärisch gegen den Islamischen Staat vorgegangen werden soll. Das ist meiner Ansicht, hat nichts mehr mit Studierenden zu tun und das kann auch nicht der Auftrag eines Studierendenparlaments sein. Dafür gibt es andere Parlamente. Wir glauben aber immer, wenn es Studierende etwas angeht, wenn wir in irgendeiner Form betroffen sind, wenn in der Stadt Göttingen im weitesten Sinne betroffen sind, dann sollte auch das Stupa und auch der AStA aktiv werden und sich da engagieren. Also ich fühle mich tatsächlich direkt betroffen, wenn unsere Regierung entscheidet, militärisch irgendwo zu intervenieren. Ich finde, das hat schon eine Auswirkung auf uns nicht. Aber die Studierendenschaft als solche ist nicht direkt betroffen. Natürlich ist es ist manchmal eine etwas schwierige Trennung, da gebe ich dir durchaus recht, aber
Woran könnte man das festmachen? Wenn ich denke, es ist ein Unterschied, ob wir von Wohnraum, der auch für Studierende geschaffen wird, sprechen oder von einem militärischen Einsatz in Syrien beispielsweise. Und da gebe ich dir recht, das Thema Wohnraum ist näher am, Studierenden. Das ist völlig richtig. Und ich glaube, da diese Grenzen sind fließend. Das ist absolut sicher. Und wir haben jetzt gerade zwei Extreme natürlich hier aufgetischt. Aber ich denke, da muss man klar differenzieren. Und wir sprechen uns gegen ein allgemein politisches Mandat, wie es von einigen linken Gruppen vertreten wird, aus. Gleichzeitig sind wir aber auch nicht der Ansicht, dass wir uns überhaupt nicht um Dinge, die jetzt hier zum Beispiel in Göttingen passieren, kümmern sollen. Das heißt, ihr würdet das gesetzlich ja auch verankerte allgemeinpolitische Mandat wahrnehmen, aber nicht in dem Umfang, wie es andere Gruppen machen würden. Aber ihr würdet jetzt auch nicht hingehen und von euch sagen, wir wären 100% serviceorientiert und lassen alle Finger von großen politischen Themen. Nein, wie du schon sagtest, es ist der gesellschaftspolitische Auftrag, nicht unbedingt das gesellschaftspolitische Mandat, aber das steht ja, ich weiß jetzt nicht genau, was im Gesetz steht, sondern auch, dass die verfasste Studierendenschaft eben gesellschaftlich aktiv werden soll und sich einbringen soll. Und ich denke, dass unsere Definition da am nächsten an dem dran ist, was ursprünglich einmal gemeint war. Nämlich nicht, dass Studierende ein von allem anderen losgelöstes Parlament bilden, das in irgendeiner Form versucht, zum Beispiel auf Bundesebene sich einzumischen oder auf Bundesebene Dinge zu beeinflussen, solange es nicht Studierende in Göttingen oder Studierende als solche angeht. Allerdings auch nicht, dass man sich aus allem raushalten und nur auf die Uni fixieren sollte, weil das ist eben auch nicht der Auftrag, den uns das Gesetz gibt. Gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch schon mit unserem einen Gast, Schwarz-Rot-Kollaps konnte heute ja leider nicht kommen. Vielen Dank, Torbjörn, für das sehr interessante Gespräch. Sehr vielen Dank. Wir spielen jetzt erstmal noch deinen Musikwunsch und dann darfst du noch ein kurzes Abschlussstatement machen, würde ich sagen. Vielleicht machen wir das so. Ja, genau. Torbjörn, du hast dir was gewünscht. Was hast du dir gewünscht? Ja, ich würde gerne von Bob Dylan The Times They Are Changing hören. Sehr schön. The times, they are changing. Und das vielleicht auch für die liberale Hochschulgruppe. Hier bei uns im Studio ist Torbjörn. Und wir sind am Ende unserer doch sehr spannenden Diskussion angelangt, muss ich ehrlich sagen. Und dann gebe ich doch nochmal zum Schluss Torbjörn das Wort. Bitte. Ja, erstmal vielen Dank für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Als Schlusswort würde ich ganz gerne nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir aktuell bei der letzten Wahl für das Studierendenparlament eine Wahlbeteiligung von unter 30% hatten. Das finde ich ein wenig schade, weil ich glaube, gerade in diesen Interviews und auch in den Vorstellungen von Univision kann man sehr gut sehen, dass es sehr unterschiedliche Ansichten gibt, die alle mit Sicherheit ihre Berechtigung haben und die natürlich aber auch darauf, bei denen es natürlich auch darauf ankommt, dass Studierende bei den Wahlen ihre Stimme derjenigen politischen Kraft geben, der sie am ehesten zutrauen, etwas Positives zu bewirken. Und das können wir sein, müssen wir allerdings nicht. Ich bin absolut überzeugt davon, dass es auch für andere Meinungen sehr gute Begründungen gibt. Ganz wichtig ist mir nur, dass man diese Meinung, seiner eigenen Meinung, durch seine Stimme auch Ausdruck verleiht. Deswegen möchte ich nochmal ganz, ganz wichtig dafür zu aufrufen, dass ihr wählen geht und verabschiede mich dann mit einem großen Dankeschön. Wir danken dir auch, Torbjörn. Schön, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Uniwahlen finden statt vom 19. bis zum 21. Januar, wenn ich mich da recht erinnere. Gleichzeitig auch Urabstimmung über das Semesterticket und was noch? Und das Kulturticket. Und das Busticket. Das heißt, Leute, geht dahin. Wählt, was auch immer, mir ganz egal. Wir sind ab jetzt, es ist 20.51 Uhr, wieder eine ganz unpolitische Sendung und machen nur noch blöde Witze und spielen gute Musik dazu. Politische Musik. Jetzt kommt einer von Milans und meinen Favoriten. Es geht natürlich um die Smiths und den großartigen Song Still Ill.